Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück beim großen Piraten-Tauziehen. Und genau, das sind wir beide, also ich, der Mr. Murp und der liebe Tante Günther, grüß dich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Arr und Salvete Spectatores. So, Ei-Captain, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Ganz gut, ganz gut. Ich ärgere mich nur, dass du momentan infamiemäßig vorne liegst. Ich weiß auch ja, nicht, wie du das geschafft hast. Du holst mich garantiert wieder ein. Zugegebenermaßen, da hatte ich jetzt auch saumäßig Glück, was das jetzt angeht. Das gab's durch deinen Quest und wodurch noch? Durch die Quest, also ich habe durch das Besiegen dieser Armee. Nee, warte, du hast die Siedlung eingenommen, ne? Und dadurch erst habe ich sie ausgeraubt, das gibt natürlich Infamie, und danach habe ich sie noch eingenommen. Ah ja, okay. Könnte daran. Also ich habe den Doppel-Lurk gemacht, sozusagen. So, wie stark sind die eigentlich hier? Nicht so mega episch. Ship and Crew are ready. Ich würde die aber am liebsten loswerden wollen. Der Trupp hier, der verliert auf jeden Fall Einheiten. Hier sind erst 0% vampirische Korruption? Ich gehe nochmal zurück. Das ist aber interessant. 100% Unverdorbenheit? Muss ich mal ein paar andere Gebäude hier bauen, ne? So, okay, dann. Will ich das hier aktivieren? Ne, will ich nicht. Ich gehe mal ausnahmsweise in die Diplomatie. Oh, meine Nachbarn finden mich alle total toll. Dann gehe ich gleich mal wieder raus. Runde beenden. Es ist so schön, wenn man so beliebt ist wie die Ertrunkenen in ihrer Umgebung. Ist wirklich so, ne? Da ist jetzt wieder doof. Jetzt, der campt jetzt. Das ist so doof. Der Typ hier, ne? Den ich jetzt gleich angreife. Der campt halt in der Stadt, ne? Und vorhin hat er draußen außerhalb der Stadt gestanden. Was den großen Vorteil, du greifst ihn an, er haut ab und dann kannst du zwei Schlachten in einer Runde machen, kriegst du halt viel mehr Erfahrungspunkte. Ne? Ja gut, du hast jetzt schon deutlich mehr XP als ich. Das ist halt damn. Was das angeht, hast du jetzt deutlich mehr Erfahrung als ich. Aber deine Armee ist auch nur halb so groß wie meine. Aber ich würde behaupten, teilweise besser. Dafür ist meine Armee doppelt so gehässig wie deine. Das glaube ich sofort. Weißt du, meine lieben die Muse. So, jetzt einmal gerade hier. Das sind die singenden Untoten. Wir können damit auf Tournee gehen. So gehört sich das auf jeden Fall. Mal gerade hier rüber. Du nimmst auf jeden Fall noch hier. Den Skill nimmst du noch mit. Denn wir wollen ja magische Items finden. Das baust auf jeden Fall aus. Dann haben wir auch wieder ganz viel Kohle rausgehauen. Und warte mal, du hast noch einen Auftrag, ne? So ist es. Und dann dann bist du. Okidoki. Ich fürchte ja, dass du die erste Infamiewertung gewinnen wirst. Ja, aber die ist ja noch nicht wichtig. Ja, gut, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, ne? Aber stehst du momentan ganz gut. Ja, hier läuft, gerade eben läuft es wieder eher so wie beim Playtest, nicht so wie beim letzten Mal. Ja. Aber wie gesagt, es besteht ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass du das jetzt wieder einholst, weil du bist nicht weit hinter mir. Guck mal, du bist ganz knapp hinter mir bloß. Ja, gut, 90 Punkte, ne? Das geht eigentlich, ne? Naja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen aufgeholt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Meine Infamie steigt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Steigt deine auch ründlich? Kann ich gerade eben nicht sagen. Ich krieg plus 10. Wo sehe ich das? Und plus 24 getötete feindliche Einheiten. Wenn du müsstest so ein Icon neben deinem Namen haben, aber wenn sich das bei dir nicht ändert,
Was ist immer? Jetzt bin ich Platz 13. Jetzt bin ich hinter dir momentan. Siehst du, ich habe nämlich keinen Bonus. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ja, dann lag das wahrscheinlich daran. Stellung, Überfall. Nee, dieser Ruf. Ja, dann. Der Typ rotiert sich einen Fullstack, ne? So, Margrita, jetzt hol dir mal Tobaro von den Skaven zurück und dann bin ich mal gespannt. Das ist nicht so riskant. Übrigens mega geil, ab nächste Runde gibt es einen Helden. Ich habe gerade eben überlegt, was anzugreifen, aber das wäre keine gute Idee gewesen. Na gut, dann bist du schon wieder dran. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, negatives Wachstum, danke, Spiel. Ach ja, was wäre. Negatives Wachstum, ne? Einfach nur mal so, um den Spieler so richtig mal abzufacken, ne? Mhm. Dafür ist dieses Ding da. Drecks. Teil, ohne Witz. Okay. Back to the sea! Und dasselbe Spielchen wie immer. Ja gut, ich meine, ich mache dadurch jede Runde ungefähr so 700 Gold, ne, zusätzlich. Mhm. Das ist schon ganz wichtig, ne. Und springt Familie Punkte, leider nicht. Ne, und es gibt Skillpunkte. Die Orks, ich habe jetzt halt den Orks eine Ortschaft weggenommen, aber die andere haben sie halt noch und da stehen die halt ganz dick drin. Ich kann das nicht angreifen. Ich habe mir das gerade eben angeguckt, also das wäre wieder, das wäre sogar eine noch krassere Schlacht als die, die wir gerade eben geführt hatten. Hm. Und ich glaube einfach nicht, dass das gut ausgehen würde. Ich lasse jetzt erstmal jetzt hier mal die vampirische Korruption sie mal ein bisschen dahin lurken. Hm. Das bringt wahrscheinlich mehr. Gut ist, dass die vampirische Korruption zunimmt und das heißt, dass die früher oder später halt echt Trouble bekommen. Wir kommen auch früher oder später. Das ist auf jeden Fall wichtig, sehe ich auch so. Vampirische Korruption vorher, am besten immer schon vorher verbreiten, ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache, wie ich finde. Ja, deswegen musste ich auch dringend schnell den Hohen Wächter einnehmen, weil sonst hätte ich nämlich vampirische Korruption verloren. Mhm. So generiere ich sie jetzt. So, wir nehmen. Komm, wir nehmen Evelyn Jennings als Heldin in dieser Armee. Oh, du kannst auch, ich glaube, das kann ich abweisen. Come, sea brigands. Ich hätte eigentlich gerne, dass sie sich da reinstellt, aber kann sie aus irgendeinem Grund irgendwie nicht. Oh, genau, übrigens, wir sind jetzt in Runde 6, wir sind jetzt im Blindflug unterwegs. Oh ja, genau, ab jetzt ist es, ab jetzt ist nichts mehr so wie vorher. Genau. Aber ich müsste doch jetzt noch ein paar neue handelbare Ressourcen haben. Und hi, Noctilus, altes Haus, ey. Na, wie hängt der Hammer? Okay, ich krieg von denen aber echt... Voraussichtliches Einkommen 59. Der macht Fat Cash durch uns, ne? Okay, Noctilus, pass auf. Militärischer Zugang oder. Wobei das eigentlich Kokolores ist, ne? Wie wär's denn mit Geld? Kann ich Geld von dir fordern? Moderat. Komm, also machst du doch. Ist doch eine gute Sache. So, Noctilus ist schon mal eins nicer Dude. Is this what you truly want? Und hier mit dem. My gift or my wrath? Guck mal, und dir könnte ich jetzt sogar eine Zahlung anbieten, ne? Aber komm, wir versuchen es erstmal so. Aber das macht er nicht, ne? Okay. Dann machen wir hier nochmal Zahlung anbieten.
Was lehnt der ab? Alter, was ist denn mit dem Typen kaputt? Was hat denn der, was hat denn der für einen Hirnschaden? Okay, pass auf. Nicht Angriffspakt mit. Du weißt schon, dass er tot ist, ne? Ja, das stimmt eigentlich auch, ja. Da muss ich an die letzte Folge von Game of Thrones denken übrigens, ne? Hirnschaden, ne? Mehr sage ich nicht. Ne, mit dem, na egal, ey, ich verrate jetzt nichts mehr. So, also vielleicht ja, hat ja das ja jemand noch nicht gesehen, deswegen ich will jetzt niemanden spoilern. Okay, komm, Ikit. Oh Mann, ey, Ikit. Komm, ey. Mach's für mich. Okay, gut, dann mach ich's nicht. Aber kann ich nicht. Mach die Augen zu und tu's für das Skavenland. Genau, ja. Mach die Augen zu und denk an eine Atomrakete. Guck mal, würdest du dem Krieg gegen Tilea beitreten, wenn ich dir Cola anbiete? Nee. Okay. Würdest du... Nee, komm, lass, komm, ist egal. Das dauert alles zu lange, das wollen die Leute alle nicht sehen, Ikit. Du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Ja, warte mal, wann wächst du denn nochmal mit deinem Schiff? Mit deinem Piraten? Nächste Runde plus 1. Ja, das reicht aber nicht. Ich brauche insgesamt... Ah doch, warte, doch, das reicht. Dann kann ich das nämlich machen. Und dann brauchen wir noch 5 Punkte Wachstum. Die kriegen wir auch noch zusammen. Alles klar, das kriegen wir hin. Und hier haben wir Negativwachstum. Können wir aber trotzdem immer noch machen. 4000 Eier haben wir über. Und verabschieden uns in die nächste Runde. Es tickert. Es hängt. Aber dieses Mal hängt es nicht so wie beim letzten Mal. Ja, ja, letztes Mal war das schlechte Hängen. Diesmal hängt es gut. Genau. Das positive Hängen. Ich zucke gerade immer so ein bisschen zusammen, wenn hier mein Bildschirm kurz mal einfach mal keine Bewegung zeigt. Ja, ich müsste auch gleich nochmal einen Quick-Save machen oder ein Quick-Save. Übrigens, das ganz gut, ja. Mir fällt gerade auch noch ein, bei diesen Schlachten jetzt, wenn man gegeneinander spielt, die Schlachten mit den Piratenflotten dürften auch ganz interessant sein, wenn man gegen die anderen Piratenkapitäne auf dem Wasser kämpft. Boah, ey, da brauchst du aber eine elitäre Truppe. Das sind ja immer so Stufe 20 Typen, ne? Ja, ja. Ja, lol, ey, der greift da an, der Dude. Wie sind da zur Verteidigung? Deckwerfer? Ich würde das gerne tatsächlich spielen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, und ich spiele das dann als KI? Okay, also das ist deine Entscheidung, ob du das als KI spielst. Ja, also ich will jetzt hier nicht zugucken, wie die KI das gegen dich spielt. Das ist ja langweilig. Verdammt! Ach ja. Ja, der nimmt mir jetzt halt hier wieder die hohen Wächter weg, aber dadurch habe ich ihn jetzt rausgelockt. Sagen wir mal so, er will gerne die hohen Wächter haben, aber sie kriegt es ja nochmal eine andere Sache, ne? Also ich meine, immerhin, darum, du hast eine Flugeinheit, du hast eine aufgedunsene Leiche. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, ne? Ich weiß, und du kannst gegen diese Flugeinheit erstmal überhaupt nichts tun. Ja. Aber, wie wir ja wissen, sind Flugeinheiten, die Bomben werfen, unfassbar Kacke? Schlecht. Ja, nee, wobei, sie werfen keine Bomben, sondern sie werfen, nee, die haben so einen Zombie-Typen dabei, der ballert, ne? Ja, und das macht sie, glaube ich, wieder relativ gut. Ja, ja, die sind besser als die Terradon-Reiter auf jeden Fall. Die Terradon-Reiter? Mhm. Also nur damit du Bescheid weißt, ne? Der muss angreifen, nicht ich. Ich weiß, ich weiß. Sonst hätte ich mich schon in den Wald gestellt, keine Sorge. So, YOLO. YOLO und du und so. Die schießen aber nicht. Ah doch, die schießen von alleine, okay. Das Gute ist, sie schießen relativ langsam. Ja, das sind eher so gemächliche Schieße, habe ich so das Gefühl. Ready to bash. Shifting.
shifty! Moving fast! Run, boys! Killing! Running! Bolt one shot! Doing one! Run, boys! We're the Green Tide! Moving fast! Where's the square? Run, boys! Crush them! Running! Run, boys! You're the boss! Ja, okay, gut, jetzt können kommen schlimmer. Let's get them! Shifty! Moving fast! Super hat! Come on, then! Time to get nasty! Smash up! Moving fast! Let's go! Doing one! Yeah, let's fight! Boah, dude, ey! Get out, boys! Here we go! Run, boys! Ui, die flüchten! Here we go! Mhm. So, deine Moral droppt jetzt aber auch. Ja, ja, das war ja klar. This is it. Where's the squad? Dass das nicht ohne irgendwelche Spuren an der Vogelbe geht, war mir klar. Alter, ja, also irgendwann. Tatsächlich, aber der erste Move, der war echt gut. Also so den, der Moral-Drop, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ja, es ist halt einfach sehr viel gleichzeitig. Die verursachen Angst. Dann war die Explosion kurz vorher. Dann habe ich noch auf sie geschossen. Das senkt halt alles Moral. Wieder, die haben eigentlich wieder Moral, die Flüchtenden hier, oder? Führerschaft 30, ja? Minus 26. Nö, ich glaube, die hauen ab. Die kommen nicht mehr zurück. Okay, dafür ist dein Gen jetzt erstmal down. Okay. Ja, die plöppen jetzt alle. Ja. Nur die Flieger sind noch da. Ja, die plöppen jetzt aber auch. Wenn die nicht mehr mitspielen, wollen wir auch nicht mehr. Wobei jetzt auch tatsächlich die Einheiten angehalten haben, nachdem dein Gen, also deine Generalseinheit down war. Das war echt ein bisschen komisch. Also dann haben sie sich gedacht so, oh ja, jetzt kämpfen wir dann doch wieder irgendwie. Na, 57 Kills hat der Dicke gemacht. Das geht aber noch besser. Das geht auf jeden Fall besser, dass wenn du am mächtigsten ist es natürlich, wenn du den frontal in eine Einheit rein YOLOen kannst, ne? Dann kommt das nochmal ein bisschen heftiger. Oder halt in den Rücken von der Einheit, dann ist, glaube ich, echt Ende Gelände, ne? Also. Er hat nur geplündert. Ey, das ist der Hammer. Der ist jetzt zu den hohen Wächtern hingelaufen, hat geplündert und ist komplett wieder zurückgelaufen. Das kann kein normaler. Das kann kein normaler Spieler, ne? Das ist echt ätzend. Nee. Ne? Das ist der Hammer. Ja. Das ist echt der Hammer. Na gut, soll er halt. Ich will nicht die Ding angucken, ich will die Armee angucken. Ja, dann plündern wir jetzt halt mal. Das brauche ich nicht. Hier sehen wir übrigens Dracarys. Nein. Boah, das da unten hier, das ist auch so ätzend. Das sind nachher alles potenzielle Föderationspartner für die Bretonen. Bleh. Da gehst du extra darunter, weil du nicht gegen die Bretonen kämpfen willst. Und auf einmal, machen die dann Konföderation direkt hintereinander. Und dann kämpfst du dann doch da unten gegen die Bretonen. Das ist so lame. For the wisdom of the layer. I will not obey. Ja, ich spare nochmal eine Runde.
Ja, ich plündere jetzt den Ork halt so ein bisschen, dass der sein Geld verliert, ne? Und das wird jetzt nicht nochmal passieren, was der gerade eben gemacht hat, denn ich habe jetzt einen General in die Hohen Wächter reingestellt. Ah, ja. Also das nächste Mal wird der Kampf eher auf Augenhöhe stattfinden. Wie viel Kohle machen wir diesmal? Aber wie viele Helden 695 hat er jetzt an dir letztes schon Mal. verloren? Das ist ja gründlich ein Held, oder? Ja, jede Runde himmelt er einen Helden. Krasse Scheiße, ey. Blessing from the sea, father. Praise Manon. Get moving. Ist halt wichtig, damit wir hier halt leveln, ne? So, dann machen wir ewiger Pirat, kriegst du schon mal den Skill, dann kannst du da ein bisschen was. So. Ist jetzt gleich an mir vorbei. Durch was machst du eigentlich diesen Plus an Infamie pro Runde? Durch das Plündern von der Siedlung und meine Piratenbucht. Ah, okay, die Piratenbucht. Ja, die habe ich halt nicht. Die macht auch noch mal was aus. Glückbringendes Schild ist eine coole Rüstung. Nimm die mal. Swordfish. Dann. Dann gehst du hier rein. Time to press, gang. Und solange der da oben steht, ist alles easy in Brindisi. Und ja, das bauen wir auch aus. Wer sind denn die Meuterer der Vampirküste? Graf Kula? Ach, das ist der Gegenspieler vom Luthor. Ach so. Bigger, what do you offer? Things for burn fuel in my warp forge. Oh, ihr kleinen Orks, ihr. Salutations. We have an issue. Ich find's schade, dass man durch Plündern oder durch die Stellung Überfall keine Infamie bekommt. Ich finde generell, dass leider Plündern irgendwie auch nicht so ein starker Skill ist, irgendwie. Ja, ist halt, für mich ist halt einfach nur so ein Notfallskill, um den Gegner ein bisschen auszuhungern. Dass er einfach nicht so viele Truppen unterhalten kann. Ach Gott, das sind die Zwergenpiraten, ne? Das ist sowieso, das ist das Albernste überhaupt, diese ja. Zwergenpiratenflotte. Also, das ist echt so dumm. Ich weiß nicht. Das sind echt so ein paar Sünden, die CA sich da geleistet hat, wo ich mich frage quasi so, wer von denen hatte die Idee, das zu machen? Oder wer von denen hatte die Idee, eine Aufrührerarmee zu machen, wo Zwergenslayer mit Squicks zusammen unterwegs sind? Ja, da kriege ich jedes Mal eine Krise, wenn ich die Typen sehe. Sie wollten halt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Pep und Abwechslung mit reinbringen, aber manchmal ist es halt einfach daneben, ne? Also wie gesagt, das ich finde, ich habe da so meine, es sind keine Vorurteile, sondern es sind halt einfach Erfahrungswerte, die ich halt schon überall gesammelt habe. Und es sind halt einfach Leute, die treffen da manchmal Entscheidungen, die aber von der Thematik, von der Lore keine Ahnung haben. Und das sorgt manchmal dafür, dass da sowas dann halt auch eine Welt oder ein, in dem Fall ein Spiel ein bisschen ins Unschöne zieht. Ja. Ich will jetzt extra nicht sagen ruinieren, aber sowas kann auch passieren. Ui, fleischiges Vermögen. Ahoi, wir haben ein feindliches Lager gefunden, in dem es kein Leben mehr gibt. Nur noch unzählige Leichen, die Lichtung ist übersät mit halb zerfressenen Körpern. Die Gefallenen waren Elite-Schützen. Einer von ihnen wird uns doch sicher nützen. Oder sollten wir besser die Kreatur ausfindig machen, die für das Massaker verantwortlich war? So, jetzt bekomme ich hier den Lightheim-Sucher. Eisendrachen, Orgelkanonen, Langbärte, Riesenslayer und das halt alles auf dem Schiff hier vor meiner Küste. Was ist das denn bitte? Tut schon ordentlich weh, ne? Ja. Solange die da rumgeistern, kann ich es auf jeden Fall vergessen, mit meiner Tante irgendwann mal zu wassern. Also, weil die erklären dir den Krieg, greifen dich Nessrunde an, senken dir deinen Held. Das ist einfach nur sau doof. Also. Und halt in, weißt du, dass halt so Flotten halt in Runde 8 hier rumfahren, ne? Also Runde 8, da hast du noch nicht mal eine Mittiereinheit, ne? In der Regel. Das ist wahr.
So. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst. Ich sag, das berechnen wir. Ja, du hast halt nur Trash, ne? Ja, die aber auch nur. Ja, 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 ja. Das hat einige Männer gekostet, aber es hat gepasst. Yay. Ausrauben. So, Trank der Geschwindigkeit bekommen. Ich habe Alter, du hast getötet. 800 Punkte Infamie. Ja, ja, das hat gerade eben durch das Ausrauben eine ganze Menge gebracht. Ja. Oh, ich habe deine Alte wieder juzen gehört. Warte mal. Ich geh mal Wir dürfen ja nicht in der Nähe bleiben. Aber sie scheint Spaß zu haben, ne? Also solange. Ja, ja, also solange jetzt sie Spaß hat, ist ja alles okay. Anrufung von Nehek, Affenjacke, der Durst. Ich nehme der Durst. Ja, Anrufung von Nehek ist auch ein sehr geiler Spell, auf jeden Fall. Ich musste immer an dieses Video denken, die Vampir-Kampagne von Legend of Total War, wo er alle seine Zombies und Skelette halt einfach so im Blob auf die Gegner drauf klatschen lässt. Mhm. Und die KI umzingelt halt nicht. Er kämpft halt frontal immer mit so einem Blob aus Skeletten und Zombies. Mittendrin halt sein, weiß ich nicht, sein Vampir-Lord, ne? Der die ganze Zeit nichts anderes macht, als Anrufung von der Heck zu zaubern, weil der nämlich auf der höchsten Stufe, ja, oder auf der zweithöchsten Stufe, die Flächenheilung halt hat und halt alle Einheiten auf einmal heilt, ne? Das ist so dumm. Es ist halt so dumm. Dann dauert ja, halt jedes Gefecht dauert halt mindestens 45 Minuten, weil der halt damit jede Einheit einzeln wegbloppt irgendwie, ne? Also aus irgendeinem Grund sieht die KI das aber auch nicht ein, dann da einzugreifen und zu flankieren, was irgendwie auch ganz, ganz merkwürdig ist. Die rallt es nicht, ne? Mhm. Also es führt zu ganz komischen Konstellationen. So, das müsste eigentlich so gehen. Hoffe ich. Hier bauen wir jetzt zum ersten Mal etwas Cooles. Easy picking. Das ist Einkommen generiert, oder? Ja. So, dann kann ich sie jetzt noch ausbauen. Das will ich aber gar nicht. Also die Orks sind bei mir von im Grunde geschlagen. Boah, aber warum mache ich so viel mehr Punkte als du? Aber vielleicht, aber deine ich Schlachten glaub, daran, sind auch größer. Muss man die Armeen sind größer, ja genau, ja, die ich da töte, ne? The Pirate King is no pawn. I will end you. This smells fishy. Also ich habe halt immer nur so Mikro-Schlachten, ne? Muss man halt einfach auch sagen. Ja gut, jetzt habe ich aber auch kein Einkommen mehr, dadurch, dass ich mir jetzt eine zweite Armee leisten musste, um das hier zu realisieren. Ne? Also ich musste die erste, ich musste die Festung erstmal belagern, um dann die äußere Armee, die drumherum stand, anzugreifen. Die ist daraufhin weggerannt und dadurch ist das übrig geblieben, was du jetzt gerade gesehen hast. Weil ansonsten wäre das jetzt wieder so ein Kampf auf Augenhöhe gewesen, der zumindest rein berechnungstechnisch auf Augenhöhe gewesen wäre, was ich aber irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Ja. Das Spiel hat halt manchmal komische Ansichten. King of the Vampires. Da ist dieser. Der heißt Pete Salzgesicht. Pete Salzgischt. Übrigens, Leute, ne? ich nehme mal an, Günner wird es wahrscheinlich auch anbieten, aber falls ihr irgendwie hier drin sein wollt, also wir können, also ich kann anbieten den Robert Bartholomew, den also Paladin momentan, der kann benamst werden. Dann hier der Pete Salzgischt kann benamst werden und. Ja, ist so gut, ey. Also, wenn ihr drin sein wollt oder einfach coole Vorschläge habt, haut's in die Kommentare. Aber natürlich beim entsprechenden von uns. Also, wenn ihr bei mir benamst sein wollt, bei mir, bei Günner, dann bei Günner. Genau, ja. Weil sonst wird das verwirrend. Ich kann nämlich Günners Einheiten nicht benamsen. Also, wir haben den Don Diego platt gemacht. Von Diego.
Was nehmen wir jetzt hier? Naja, alle. Außer Tosa, Koronan, Mörser, Queen, Bass, Wilderer, Bonus gegen große Feinde, 10, alle Einheiten aus Santosa. Angriffsbonus, das ist eigentlich auch ganz gut. Schmugglerbewegungsreichweite, Nahkampferfüllung, geile Rekrutierungskapazität, in welcher Ordnung. Minus 5 lokale Feinde, Einkommens über 5 bis 20, Einkommens feindliche Gebäude, minus 5. Eigentlich aber, das ist halt alles jetzt nicht so mega geil. Das ist halt ganz nice wegen der Bewegung, ne? Ansonsten, wie viele Punkte brauche ich hier für 4? Aua, warte mal, Blitzschlag ist auf jeden Fall einer. Lebendiges Schiff ist cool. Chancenhinterhalt. Feindliche Helden. Und halt für Einheiten reduzieren. Na, Halleluja, ne? Das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Mhm. Ja. Das Dumme ist, Einkommen durch Überfälle plus 20%. Da mache ich halt 20 Kröten mehr pro Runde. Das ist halt fast nichts, ne? Das ist fast nichts. Ich mache 88 Gold damit, ne? Seht's euch halt an, ne? Es ist halt einfach viel zu wenig, ne? Also plündern bringt einfach viel zu wenig Geld. Deswegen lohnt sich das insgesamt einfach nicht. Ich habe gerade eben durch Plündern 150 gemacht gehabt, aber... Mhm. Das ist auch immer so eine Situationsansicht. Also was man plündert und mit wie vielen Einheiten. Also ich habe auch schon festgestellt, es bringt, glaube ich, mehr, wenn du mehr Truppen plünderst. Es lohnt sich auf jeden Fall hier, den Unterhalt der Armee zu reduzieren, lohnt sich in der Regel halt eher, anstatt die Kohle fürs Plündern zu verbessern. Sehe ich jetzt mal gerade so, ne? Also, das stimmt, ja. Ja, das sind ja fette Prozente. Weißt du, von 1700, was zum Beispiel jetzt hier meine Armee kostet, 10% sind halt gleich schon mal 170. Das hast du dann oben halt gleich wieder angerechnet. Ja. Oh, wir müssen die Folge schon wieder beenden, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sag ich, macht's gut und Pax Vobiscum Valete. Tschüss.